wenn ich alle Gedichtbände in die Kamera halten würde, die mich mit dem in Bergheim-Erfkreis lebenden Lyriker und Herausgeber Axel Kutsch verbinden, dann hätte ich so einiges an Gewicht zu stemmen. Axel Kutsch und ich kennen uns seit über 3 Jahrzehnten. Wir sind Anfang der 80er Jahre Freunde geworden. Axel Kutsch wollte mir das Belegstück der Anthologie Lebenszeichen zusenden mit der Post. In Lebenszeichen waren mit die ersten Gedichte von mir in einer Anthologie abgedruckt. Axel ist 3-mal daran gescheitert, von Bergheim nach Wessling die Anthologie Lebenszeichen zu schicken. Die Deutsche Post hat es immer noch geschafft, diese Büchersendungen unter den Teppich zu kehren, und erst beim 4. Anlauf sind die Lebenszeichen, die lyrischen, von Axel zu mir durchgedrungen. Wir beide haben dann über diesen ganzen Unbill der Versendung viel miteinander telefoniert seinerzeit, und über diesen Telefonaten haben wir uns auch poetisch ausgetauscht und kennengelernt. Und hätte die Deutsche Post gleich pünktlich die erste Anthologie mir zugestellt, die mir Axel geschickt hat, dann wären wir beide vielleicht überhaupt keine Freunde geworden. So habe ich heute die Gelegenheit, meinem lieben Herausgeberkollegen Axel Kutsch zum 70. Geburtstag zu gratulieren, und ich kann mir eigentlich selber nicht vorstellen, wo die 32 oder 33 Jahre geblieben sind, die wir gemeinsam am Ball der Lyrik hingen. Und wir hängen ja bis heute mit vollem Herzen am Ball der Lyrik. Für mich ist Axel immer noch der End-30er, der mich seinerzeit mit seiner kleinen Tochter in Wessling besucht hat. Die kleine Tochter ist inzwischen längst verheiratet und eine ausgewachsene große Frau geworden, und Axel hat eine Unzahl von Sammelbänden bis heute ediert, nach dem Prinzip: ohne Basis keine Spitze. Ohne Basis keine Spitze bedeutet natürlich in anthologischer Hinsicht, dass nicht jedes Gedicht, das in einer solchen Sammlung enthalten ist, erstklassig ist, aber Axel ist immer wieder derjenige gewesen, der vielen Dichterinnen und Dichtern die Möglichkeit gegeben hat, sich lyrisch auszutesten, ihre Gedichte auszutesten vor einem Publikum, wenn auch vielleicht bisweilen einem begrenzten Publikum. Aber ohne ein solches Austesten hätte mancher von uns keinen Weg in der Literaturszene machen können. Ich bin Axel ungeheuer dankbar dafür, dass wir eigentlich bis heute uns regelmäßig über Gedichte austauschen, über den literarischen Betrieb austauschen, uns über gemeinsame Dinge im Bereich der Lyrik unterhalten, aber auch so manche Differenz hegen. Sehr gerne erinnere ich mich daran, dass Axel und ich Anfang der Jahrtausendwende eine Sammlung miteinander herausgegeben haben im Verlag Landpresse, Unterwegs ins Offene, erste Gedichte aus einem neuen Jahrtausend. Damals haben wir viele Lyriker-Kollegen eingeladen, uns ihre ersten Gedichte, die im neuen Jahrtausend entstanden sind, zum Erstdruck zur Verfügung zu stellen und uns auch die Entstehungsgeschichte dieser Gedichte zu erläutern schriftlich. Es haben sich unglaublich viele Kolleginnen und Kollegen damals beteiligt, ob Robert Gernhardt, ob Friederike Mayröcker, ob Durst Grünbein und viele andere. Ein ungewöhnlich spannendes Buch ist diese Sammlung geworden, die vermutlich wirklich fast alle Gedichte, alle neuen Gedichte enthält, die im deutschen Sprachraum in den ersten Tagen des neuen Jahrtausends entstanden sind. Ich habe an Axel Kutschs eigener Lyrik immer die kritische Haltung zum einen geschätzt.
sie waren sehr geprägt, diese Gedichte, die ersten Gedichte, die ich von ihm kennengelernt habe, vom dörflichen Leben, auch vom Faschismus in den Dörfern. Da ich selber ja in gewisser Weise ja auch in einem Dorf groß geworden bin, haben mich diese Gedichte sehr berührt. Viele haben bis heute ihre Gültigkeit. Ich habe einen frühen Gedichtband von Axel Kutsch vor mir aus einem deutschen Dorf und andere Gedichte und will mir erlauben, einen Text daraus vorzulesen, der mich bis heute bewegt. Karriere. Das Dorf hat keinen großen Sohn und auch keine Tochter, die im Lexikon steht. Dass da mal einer war, der fast an Himmler reichte, wird nur selten erwähnt, aber nicht ohne Respekt vor der Karriere eines einfachen Jungen vom Lande. Solche Gedichte waren es, solche bodenständigen, im Prinzip auch realpoetischen Verse, solche handfesten Verse, die ja mich sofort ergriffen haben, weil sie sich in einem Umfeld, in einem Lebensumfeld bewegten, das ich nur zu gut kannte. Axel Kutsch war auch einer der ersten, die schon Anfang der 80er Jahre in Gedichten vor Ausländerfeindlichkeit gewarnt haben, Übergriffe auf beispielsweise Türken geschildert hat. Wie gesagt, Anfang der 80er Jahre, also noch 30 Jahre vor unserer jetzigen Zeit, in der ja die Ausländerfeindlichkeit in Zeiten von Pegida mindestens eine genauso große Rolle, wenn nicht noch größere Rolle spielt wie heute und als große Gefahr eben nach wie vor gegeben ist. In unserem eigenen Verlag, im Anton Gileitner Verlag, Edition Das Gedicht, hat Axel Kutsch Anfang 2000 eine Sammlung mit Mondgedichten herausgegeben. Sie ist thematisch gegliedert und nach Kapitel eingeteilt und vereint historische Texte mit zeitgenössischen Texten. Axel Kutsch hat auch ein Gedicht von mir aufgenommen und ich lese es deshalb vor, weil ich denke, es formuliert das Erstaunen darüber, dass ich heute Axel zum 70. Geburtstag gratulieren kann. Incredibile. Gedanken benutzen eine Mondnacht zur Selbsterhellung. Man kann es nicht glauben, das Erlebte. Ich kann es nicht glauben, eigentlich, dass Axel heute seinen 70. Geburtstag feiert und ich ziehe meinen Hut vor ihm, der so viel für uns Lyrikerinnen und Lyriker getan hat. Alles, alles Gute aus Wessling, lieber Axel. Ich wünsche dir noch viele produktive Jahre, in denen du ja den deutschen Sprachraum mit deinen Versnetz-Anthologien genauso überziehen kannst wie mit deinen eigenen Gedichten. Bleib gesund und bleib der Lyrik so verbunden, wie du es immer warst. Herzlichen Glückwunsch!